Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock mit einer neuen Folge City Skylines. Und ja, wir befinden uns jetzt hier wieder im Süden von Großfischdorf, in Großfischdorf Industrie Süd. Steht hier, habe ich ja nochmal kurz abgelesen. Ja, ich hätte es auch so gewusst, also insofern ist das dann auch egal. Ja, aber es gab wieder einen schönen Kommentar und der Kommentarschreiber hat ja vollkommen recht. Wir wollten ja gar keine Einbahnstraßen mehr bauen. Und was haben wir letztes Mal gebaut? Wieder fleißig Einbahnstraßen. Die, erst noch ist das hier alles ganz ruhig, aber wir haben ja schon in einem anderen Industriegebiet gesehen, dass wir, wo haben wir das? Das ist irgendwo hinter Neusee, ne? Da ist das ja mit den Einbahnstraßen doch eher etwas hinderlich. Auch bei Eckhorst haben wir auch teilweise Einbahnstraßen eingesetzt. Hier ändern wir das Ganze jetzt einmal ganz schnell. Und zwar diese Straße soll es werden. Oder was haben wir hier? Mit breitem Bürgersteig. Okay. Könnten auch sowas hier nehmen. Wie sieht denn das aus, wenn wir das hier hinsetzen? Ja, auch gar nicht so verkehrt, ne? Ein Industriegebiet. Oder wollen wir hier eher sowas? Oder erst mit einem Grünstreifen? Können wir hier schon eine Allee machen? Tja, zahlreiche Möglichkeiten. Was haben wir hier für eine? Ja, eine vierspurige wollen wir dann doch nicht bauen. Ist dann doch etwas viel. Das wären hier die mit den grünen Streifen an der Seite. Da müssen die halt auch immer drüber fahren. Mit den Bäumen ging das nicht. Ah, doch, hier so. Oh ja, jetzt kommt der hier gerade nicht klar. Grünere Industrie. Nehmen wir hier die Bäume da rein. Könnt ihr gerne eure Meinung dazu sagen, ob euch das gefällt oder nicht. Nehmen wir einfach nur den Mittelstreifen. Ohne die Bäume. Hier ebenso. Oh, hier müssen wir mal schauen, ob wir das nicht wieder anders gestalten werden. Wir wollten hier ganz dann so machen. Oh ja, jetzt wird hier auch schon wieder fleißig gebaut. Ja, wir haben nach 6 Uhr. Jetzt kann ja wieder fleißig gewerkelt werden. Das liegt ja an der Mod, die wir aktiviert haben, diese Realtime-Mod. Da kann man auch konfigurieren, dass in der Nacht nicht gebaut wird. Ich glaube, es ist dann irgendwie immer von 10 oder 11 Uhr, also 22 oder 23 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und danach geht es dann wieder los. Dann sind die Bauarbeiter, die Handwerker wieder fleißig am Werkeln. Jetzt muss man gerade einmal nur hier schauen. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich genau, ja, die Flächen daran hierfür freigegeben. Das möchten wir nicht. Ja, beim Rest hingegen möchten wir natürlich schon, dass die bauen. Also, dass diese Durchgangsstraßen hier immer frei sind. Wie schaut es denn hier aus? Das könnten wir auch machen. So. Ja, dann haben wir hier auch wieder getrennte Spuren. Das wäre hier vielleicht auch gar nicht verkehrt, oder? Das ist ja auch nur eine Verbindung. Ja, von oben kommt es eh vielspurig runter. Dann nehmen wir hier auch diese Straße. Das ist die gleiche, die wir hier haben. Welche haben wir denn hier oben gewählt? Ah, da haben wir die hier. Small Four Lane Road.
hier haben wir jetzt. Wo ist er? Hier. Ja, ist ja egal, welche wir hier haben. Hauptsache, es funktioniert. Ja, machen wir hier auch die vierspurigen Straßen einfach daraus. Mir fehlt noch einer, genau. Dann passt das hier auch mit links-rechts abbiegen. Hier ebenso. Das können wir auch, glaube ich, erstmal so laufen lassen. Ja, noch ist hier nicht ganz so viel los. Ja, lassen wir erstmal so. Was wir auf jeden Fall jetzt machen müssen, ist mal zu schauen. Wir hatten. So, ich bin schon ein bisschen weiter rausgescrollt. Haben ja gesagt, dass wir hier das Ganze nochmal unterteilen möchten. Also wir haben hier diesen Abschnitt. Die Länge wäre ungefähr hier. Also müssen wir schauen, dass wir jetzt so in diesem Bereich vielleicht doch mal die Auffahrt erstmal bauen. Dann reißen wir hier erstmal die Straßen weg. Und dass wir hier in Ruhe was Ähnliches wie hier platzieren können. Dann können wir von... Haben wir hier mal eine Durchfahrt. Hier haben wir dann die Zufahrt zur Autobahn. Und hier wäre jetzt die Frage, ob wir das ähnlich machen wie hier, dass wir auch nochmal eine Durchfahrt bekommen auf diese Straße, aber zeitgleich auch hier Auffahrten realisieren. Ja, jetzt fahren hier wieder ein paar rüber. Ja, müssen wir mal schauen. Wohin wollt ihr denn? Naja, wir wissen es nicht, aber die werden es bald wissen, wo sie hinwollen. Oder die werden es hoffentlich jetzt schon wissen, wo sie hin möchten. Dazu würde ich denn hier, ja, gerade mal gucken, was ist so ungefähr denn jetzt hier? Da wäre eigentlich hier so zu platzieren. Jetzt haben wir das Ganze aber hier schon bauen lassen. Würde ich das Ganze denn hier in diesem Bereich ansiedeln? Also reißen wir hier einmal die Autobahn erstmal ab. Damit wir hier die Straße wieder so weit bauen können. Dann nehmen wir hier wieder die Straße. Was haben wir denn hier für eine Länge gewählt? Um das halbwegs symmetrisch einfach zu halten. Okay. Wäre dann irgendwo hier in diesem Bereich. Ja, irgendwo. Irgendwo hier. Die hier einfach gerade durchziehen, ja, ne? Machen wir mal so. Haben wir hier keine S-Kurve drin oder sonst irgendwie, sondern wirklich das Ganze gerade durchgezogen. Die Anschlüsse, da gucken wir nochmal, wie wir das Ganze machen. Weil jetzt geht es nämlich erstmal darum, dass wir uns hier überlegen, wie wir auf die Autobahn drauf kommen. Und wir können das wieder ähnlich bauen wie hier, dass wir einen Anschluss haben, der sich hier oben aufteilt. Oder wir haben die Möglichkeit, dass eher so zu bauen. Ja, aber auf Autobahn sieht das ja schöner aus. Und das Ganze wieder versuchen, so irgendwie umzusetzen. Dann würde ich hier das Ganze nach rechts rausführen. Das wäre so meine Idee, dass wir irgendwo hier auf dieser Höhe die Strecke rausnehmen, hier im Bogen hoch. Dann haben wir hier einmal die Abfahrt von hier, die hier raufkommt. Und hier die Auffahrt in die Richtung, wobei die Frage ist, ob in die Richtung eine Auffahrt notwendig ist. Wir machen sie aber. Und in der anderen Richtung, ja, vielleicht schon hier rausziehen. Ja, könnte natürlich auch unter der Brücke, dass wir hier quasi hier so eine gemeinschaftliche Kreuzung haben. Und dann das Ganze habe ich hier noch ebenerdig belassen. Dann hier so hochziehen, aber ich glaube, nee. Wir gehen von hier raus, können vielleicht ein bisschen weiter zurückziehen.
um dann hier den Bogen zu bekommen, auch quasi auf der Brücke anfangen, hier auszufädeln und hier dann so raufgehen. Okay, versuchen wir das Ganze mal. Ja, müssen wir erstmal wieder die Autobahn ein bisschen zusammenschustern. Das Ganze machen wir erstmal so, dass wir hier, ja, wir gehen hier schon mal höher, 21 Meter. Bauen dann hier die Brücke. Ja, ist dann okay. Und hier ziehen wir wieder das Ganze nach unten. Möchte er nicht? Doch. Ja. Ein wenig hoch, ne? Gucken wir mal, ob wir das hier auch noch runterdrücken können. Jetzt habe ich auf beiden Seiten das Ganze mal um 10 nach unten geschoben. Können wir das Ganze auch gleichmäßig? Ne, das kriegen wir so nicht. Können wir die einzelnen Punkte. Gehen wir hier nochmal irgendwie ein bisschen weiter runter. So, hier nochmal um 15 nach unten. Und hier ebenso. Ja, dann ist das auch eine vernünftige, brauchbare Höhe, die wir so nehmen können. Und hier ziehen wir das Ganze noch ein bisschen in die Länge. Dass das noch... Oh. Sollte aber schon in die richtige Richtung gucken. Hier nicht genau gerade. So. Genau, so sieht das auch ganz gut aus. Ja, hier kriegen wir das in einer Steigung her dann hoffentlich auch brauchbar hin. Wenn wir jetzt von hier oben über diesen Punkt und diesen, ja, das Ganze dann gleichmäßig steigen lassen wollen, ja, erstmal alles abwählen. Dann die Punkte hier. Ja, okay. Dann können wir das hier wegnehmen. Das können wir auch wegnehmen. Und jetzt sollte es hier ein Tool geben. Wurde mir gesagt, dieses hier parallel erstellen. Und hier hin. Wie können wir denn jetzt die Richtung ändern und die Seite ändern? Den Abstand zu ändern? Oder gleich? Okay, jetzt ist die Frage, wo ist denn jetzt auf der Tastatur gleich? Ja, das war ein wenig falsch. Also schade. In der deutschen Tastatur scheint es nicht so richtig zu funktionieren. Also ich muss den erstmal weiter wegbekommen. Ne, damit wäre was anderes aus. Ja, das ist dann jetzt ärgerlich. Kann gerade noch mal gucken, ob ich irgendwie Tab. Okay, damit können wir jetzt die Seite ändern. Aber ich kann das nicht weiter wegschieben. Und da ist jetzt die Frage, ja, weiter ran bekomme ich es. Aber ich habe hier keine Möglichkeit, das in die andere Richtung zu schieben. Ja, das ist ärgerlich. Muss mal gucken, ob man es in Einstellungen ändern kann. Ups, das wollte ich nicht. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das Ganze von hier irgendwie bis hier hin zu ziehen. Ja, wir wissen natürlich gerade nicht mehr, auf welche Höhe das war. Also 21 war ursprünglich die Höhe gewesen.
Ah, sieht halbwegs gleich aus. Dann kommt jetzt hier die Brücke rüber. Bis hierhin. Und dann von hier bis hier wieder das Ganze auf dem Boden. Ja, sieht so halbwegs brauchbar gleichmäßig parallel aus. Okay. Haben hier die Autobahn zumindest hier zusammengeknüppelt. Und können uns jetzt mal anschauen, dass wir hier die Ausfahrt hin machen. Natürlich die Frage, auf der Brücke kriegen wir die da hin? Jetzt hier so mittig anfangen. Boah, bisschen Anarchie an, wie das immer. Nee, das geht ohne Anarchie trotzdem nicht. Ja, so geht das schon mal. Wenn wir denn hier parallel das Ganze gestalten. Was wollten wir hier? Da wollten wir auch runtergehen. Dann sieht das irgendwie halbwegs so aus. Was ist hier passiert? Das finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so schön. Man probiert irgendwas erstmal mit der gleichmäßigen Steigung, was da nochmal anpasst. Ja, dann ist es weg. Okay, braucht man nichts abreißen. Hier hinten noch sieht alles gut aus. Können wir dennoch mal schauen. Ja, doch, da hat man abgewählt. Ja, das ist schon alles so, wie es sein soll. Okay. Haben wir jetzt hier dann die Ausfahrt. Wir müssen dann mal schauen, dass wir hier irgendwie halbwegs mittigen Bogen hinbekommen. Natürlich schon ganz schön hoch, das Ganze hier. Ja, gucken wir mal, weil wir diese Straße hier haben. Und die hier an der Stelle hier zumindest erstmal ebenerdig rausziehen. Ja, um dann hier irgendwann in die Höhe zu gehen. Ja, das könnte hier vielleicht ein wenig eng werden. Okay, das sieht theoretisch sogar noch nach etwas aus. Wenn wir jetzt aber hier mit diesem hier rausgehen. Oh, guck mal, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Okay, das müssen wir dann gleich noch ein bisschen schöner verlegen. Ja, das machen wir gleich nochmal schöner. Okay, und hier unten, da haben wir dann etwas mehr Platz. Nehmen wir uns die Straße hier. Wollten hier auf dieser Höhe ungefähr raus. Und so viel mehr ist das denn jetzt auch nicht. Und winden uns dann hier mal nach oben. Irgendwie so bis hier hin. Oder sind wir hier schon höher? Da sind wir schon höher gewesen. Ja gut, wir müssen ja nicht alles so identisch bauen wie auf der anderen Seite. Können wir mal schauen, wenn wir jetzt von hier aus das jetzt so anbinden. Ja. So rein. Ja. Das Ganze jetzt noch. Was für ein Escape zu viel. Noch
irgendwie etwas brauchbarer gestalten. Aber wie wir sehen, es wird schon angenommen. Obwohl das noch so... Ja, also... Ich glaube, da braucht man nichts zu sagen. Kann ich den Knoten hier wählen und sagen, ich möchte das ganz gerne auf eine Höhe bringen. Eine Steigung her. Jawohl, lass uns mal hier nochmal einen Knoten dazwischen setzen. Hier so ungefähr auf die Hälfte. Dass wir erst nach der Brücke mit dem Gefälle anfangen. Das war relativ stark. Wann haben wir die Brücke noch gerade? Dann gehen wir hier. Ja. Okay, dann müssen wir gerade mal schauen, wenn wir jetzt... Dass sie ein wenig anpassen. Ein bisschen länger ziehen das Ganze. Ja, noch von den Bögen her etwas. Ich glaube, so könnte man es nehmen. Der ist schon ganz gut. Hier müssen wir jetzt mal schauen von der Steigung her, dass wir es auch halbwegs brauchbar hinbekommen. Hier machen wir auch so wieder so einen Knoten auf halber Strecke da rein. Ja. Und dann bis hier vorne sollte das auch zumindest von der Steigung hier erstmal schon mal brauchbar sein. Und den Rest müssen wir jetzt so machen, einfach hier ein bisschen weiter ziehen. Ja, das können wir hier ein bisschen rannehmen. Und jetzt, ja. Guck mal an, das sieht doch jetzt... Ja, es war eng hier, aber... Sieht doch jetzt brauchbar aus. Sind hier ein bisschen wellig geworden, aber... Ja, ich glaube, das ist okay. Was nicht okay ist, ist dieses Gefälle hier. Und da ist die Frage, bekommen wir das noch irgendwie brauchbar hin? Wenn wir hier nochmal einen Knoten reinsetzen. Wirklich... Diese vier Stücke hier anpassen. Oh, das ist echt nicht schön. Was macht ihr jetzt hier? Keine Lust zu fahren. Also irgendwas passt doch hier nicht. Strecken neigt. Ja, nee. Kehrtwende ist es auch nicht. Überweg möchte ich auch nicht haben. Eine Kurve. Direkte Verbindung. Oder wir haben jetzt hier vielleicht an der Stelle sogar einen Knoten zu viel. Wir nehmen mal einen hier raus. Den hier. Den nehmen wir auch raus. Wir versuchen das nur über diese beiden Knoten abzubilden. Ja, genau. Was soll ich denn da noch anpassen von der Steuerung her? Bei diesen beiden Knoten. Ja, da gibt es... Ja, das wollte man nicht. Jetzt haben wir es ein wenig unschöner gemacht. So. So, belassen wir es jetzt einfach mal. Ja, das müssen wir damit leben. Ist dann schon so okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Anschluss hier fertig. Das ist doch erstmal... viel wert und hat gar nicht so lange gedauert wie die anderen Anschlüsse. Also ja, wir sind noch nicht fertig.
Das war eben die direkte Verbindung, ne? Da ist wieder so ein bisschen bescheiden ausstrecken. Geht auch nicht. Kurve. Auch mit diesem komischen Schattenwurf. Machen wir es ganz einfach benutzerdefiniert. Dann sieht das doch etwas schöner aus. Muss man gleich nur bepinseln, aber das ist alles okay. Das wäre dann alles so, wie man es annehmen könnte. Kann man sonst hier irgendetwas noch zu machen? Nein, haben wir so nicht. Und jetzt ist die Frage, wollen wir von hier aus direkt hier drüben rein? Also wir könnten hier eine kleine Verbindungsstraße machen und dann das Ganze hier wieder auf diese Breite aufteilen. Oder wir ziehen hier runter, gehen dann hier so hoch. Also die beiden nur gerade durchziehen, dass wir hier nochmal zwei Kreuzungen kriegen, das will ich glaube ich nicht machen. Wir machen das tatsächlich so, dass wir hier ausnahmsweise mal mit der Straße hier gerade, Anarchie können wir ausschalten, einfach nur so einen kurzen Abschnitt, mehr brauchen wir ja schon nicht, da reingehen, dann nehmen wir hier wieder die, ja, könnten dort noch weiter weg sein. Moment, bauen wir erstmal das so weit aus hier. Genau, mal bitte ohne diese Felder. Oh, jetzt geht das auch. Dann kommen hier wieder die Bäume daher. Und zwar so. Bis hierhin. Können wir das bis dahin verbinden. Da ist aber irgendwas gerade schief gegangen. So soll das nicht sein. Hier passt die Straße aber nicht. Also irgendwas ist hier gerade merkwürdig schief. Nehmen wir die nochmal weg. Das sieht ja schon nicht so richtig gut aus, ne? So, das auch nochmal weg. Dann haben wir hier die. Da können wir besser bis hierhin, glaube ich, reinziehen, ne? So machen. Okay. Dann stellen wir hier wieder an, dass wir auf jeden Fall was bauen können. Gehen bis hierhin. Den Teil schon mal ab. Und wir verarschen. Und warum ist denn dieser Teil hier länger? Jetzt machen könnten einfach hier gerade rein, das aber ohne, machen wir das auch so, brauchen wir die hier nur mal wieder und dann geht das doch auch. Okay, und hier schreiben wir auch jetzt gleich in das Baugebiet aus, dass wir hier direkt auch Industrie platzieren können. Haben wir hier noch Wasser? Ja, haben wir noch. Okay. Jetzt sieht sie wieder ein bisschen diesig, ein bisschen nebelig. Aber nicht schlimm. Ja, wir haben jetzt hier die Abfahrt geschaffen. Das ist dann die letzte Abfahrt hier unten fürs Industriegebiet, für die Autobahn. Den Rest wickeln wir dann hinten über den Kreisel ab. Und ja. Wie es dann weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind wieder nämlich am Ende angelangt. Ich sage wieder danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.